Zeig mir deinen Grill und ich sag dir, wer du bist. Die Corona-Krise hat den Boom nochmal verstärkt, weil viele von uns in den letzten Wochen zu Hause bleiben müssen und vielleicht auch keinen Urlaub haben. Größer, heißer, besser. Wer was auf sich hält, fährt im eigenen Garten richtig auf und vielleicht sind sie auch gerade am Grillen und gucken uns zu. Deswegen guten Abend zu ihrer Lokalzeit Südwestfalen. Das sind Live-Bilder übrigens aus Netfen, wo heute Abend aus 16 Hobbygrillern Profi-Griller werden, unter anderem unsere Reporterin Christina Graf. Die sehe ich jetzt noch nicht ganz, aber die hat mir eben verraten, dass sie sich auch so einen riesen Gasgrill angeschafft hat. Deswegen die Frage, Christina, was willst du heute lernen? Ja, alles Mögliche will ich lernen und ich habe auch schon eine ganze Menge gelernt. Ich sehe jetzt gerade hier zumindest erstmal den Elektrogrill oder stehe am Elektrogrill. Ich habe schon gehört, ich darf eigentlich nicht so viel darin rumfuddeln. Das ist schon mal das Wichtigste. Ja, nicht ständig wenden und nicht ständig drehen und eigentlich vor allen Dingen auch nicht so lange die Klappe auflassen. Deswegen sollte ich die eher zumachen. Bin sehr nah an den Lebensmitteln aktuell, deswegen habe ich mir auch mal gerade eine Maske geholt. Wir haben viel gelernt schon, viel gesehen. Also es gibt Hähnchen, es gibt ein Fünf-Gänge-Menü, also Thunfischsteak auch noch. Ich freue mich riesig aufs Roastbeef, was wir noch sehen werden. Und dann, wenn wir noch einen Grill weitergehen, nämlich an den Pellet-Grill, hatte ich vorher nicht, muss ich zugeben, dann gibt es hier später noch das allerbeste, nämlich Schokokuchen. Also Stefan, ich darf auch viel essen gleich. Darauf freue ich mich noch mehr sogar. Ich habe Hunger, das ist eine ungerechte Verteilung. Vielen Dank, wir freuen uns auf später. Wahnsinn, so ein Riesengrill und dann dafür Schokokuchen drin. Unsere nächste Geschichte ist Vegetarier. Und der Umschlag ist schon so schön, dass er richtig gut aussieht im Bücherregal. Wir haben ganz zu Beginn schon Rauchzeichen bekommen aus Netfen vom Grillseminar. Meine Kollegin Christina Graf hat sich nämlich auch kürzlich so einen richtig großen Gasgrill gekauft. Also so einen, der so groß ist wie eine Einbauküche. Christina, was hast du jetzt gelernt für zu Hause? Ja, es wäre schön, wenn ich damit auch dann irgendwann richtig umgehen kann, Stefan. Und ich gebe mir Mühe. Wir stehen allerdings gerade hier vor dem Holzkohlegrill. Thorsten Pruß, Sie leiten heute das Seminar. Hier ist Ihr Seminar. Wir haben Roastbeef drin, ne? Genau. Können Sie einmal aufmachen, dass wir mal reingucken können, wie es denn aussieht? Ungern, man öffnet den Deckel, aber komm, ausnahmsweise. Man soll ihn eigentlich oben lassen, das ist richtig. Wow, sieht fantastisch aus und ich kann nur sagen, liebe Zuschauer, es riecht unglaublich gut. Also das ist was ich auf jeden Fall später noch probieren möchte. Temperatur stimmt, oder? Wir gucken mal nach. Wir sind jetzt hier bei 53 Grad, perfekt. Werden wir gleich direkt aufschneiden. Besser geht's also eigentlich nicht, ne? Besser kann man es nicht haben. Wunderbar. Klar, ich habe jetzt einen Gasgrill gekauft. Wir stehen hier vor einem Holzkohlegrill. Ist der Grill, den wahrscheinlich die meisten fast noch zu Hause haben. Was empfehlen Sie? Was sollte man sich anschaffen? Also grundsätzlich ist ein Holzkohlegrill nichts Verkehrtes. Ich glaube, es ist der älteste Grill, den es gibt. Seit 1952 werden die Kugeln gebaut. Die sind aus so einer Schiffsboje entstanden. Und irgendeiner hat dann einen Deckel drauf gemacht und dann wurde er verkauft in Massen und ist heute noch der meistverkaufteste Grill, der Kugelgrill. Aber nichtsdestotrotz erhalten die ganzen anderen Grills immer mehr, ja, ich sag jetzt mal, Freude. Und wir haben mittlerweile Gasgrills, Pelletgrills, Elektrogrills, die Dutch-Öfen, die auch eine große Rolle spielen. Und deswegen sage ich immer, jeder das, was er mag. Wenn einer sagt, ich möchte nur schnell mal eine Wurst grillen, ist natürlich Gasgrill perfekt, ja, weil der ist schnell da, die Hitze ist schnell da. Aber wenn ich mit Freunden um so einen Roastbeef stehe, dann mache ich das auf Holzkohle. Alles klar, weiß ich Bescheid. Brauche ich also auch noch den Holzkohlegrill, damit ich Roastbeef machen kann. Vielen Dank erstmal. Wir gucken natürlich erstmal weiter. Es wird noch Brot hier auch auf dem Grill heiß gemacht. Und dann geht es noch weiter sogar mit Spargel, also Gemüse logischerweise auch. Markus, Gemüse dein Ding am Grill? Ja klar, gehört zum Fleisch natürlich dazu, eine Beilage. Und insofern gibt es heute hier einen schönen Spargel-Brotsalat. Kollege ist da ja das Brot am Vorbereiten und ich mache schön den Spargel hier jetzt. Das wir gleich ordentlich was zu beißen kriegen. Stehen am Elektrogrill, okay für dich? Ja, heute mal. Ansonsten lieber am Gasgrill zu Hause. Ja, kann ich verstehen. Geht mir genauso, Stefan, du hast es ja schon gesagt. Hier sehen wir das Hähnchen von Beginn der Sendung. Also auch das jetzt fertig geworden. Das war auf dem Elektrogrill. Und auf der anderen Seite dann der große Gasgrill. Also mein Ding. Ja, Martin, du stehst hier genau richtig. Und wir haben hier was Wunderbares drin. Vielleicht machst du gerade mal auf. Schokokuchen. Schokokuchen. Mit einer Guinness-Glasur, die gleich noch drauf kommt. Also ein schönes dunkles Bier noch dabei und ansonsten viel Schokolade als süßen Nachtisch. Ist auch für dich überraschend, was alles so geht auf einem Grill? Eigentlich nicht. Man probiert schon mal was aus, aber Kuchen ist jetzt nicht unbedingt häufig dabei. Ist definitiv das, was ich auf jeden Fall ausprobieren werde. Also Kuchen, ich darf auch schon mal reinstechen, hoffentlich, darf ich? Okay, dann werde ich das probieren hier am Rand. Sieht schon sehr gut aus. So, jetzt mit Maske müssen wir ein bisschen experimentieren. Der ist bestimmt auch super warm. Ordentlich pusten. Oh, schmeckt sehr gut.
1A ist auch schon fast fertig. Also Stefan, ich kann dir sagen, das wird hier noch ein launiger, lustiger Abend heute. Wir haben noch viel zu essen und Getränke gibt's auch noch. Grillen macht richtig viel Spaß und ich hoffe, dann kann ich das irgendwann auf meinem Gasgrill auch umsetzen. Ja, glaube ich. Habe mir jetzt gerade mitgeschrieben, Holzkohle für Roastbeef, Elektro für Gemüse und Gas für Kuchen. Wahnsinn. Ich muss nur noch gucken, wo ich den Platz zu Hause dafür finde. Und ich glaube, unser Lokalzeit-Zuschauer Helmut Damm aus Nettwil